Jo, was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und wie ihr ja vom Titel entnommen habt, machen wir heute ein Experiment. Und zwar werde ich heute 10 von diesen Gold-Upgrade-Packs, also 2 seltene Goldspieler-Packs, aufmachen. Nämlich, ich habe online gelesen, dass diese Packs ziemlich OP sein sollen. Also, ich habe schon gesehen, die haben richtig kranke Sachen. Manche haben Kante gezogen, Walkouts gezogen, Leinwände, Special Cards, One-to-Watch. Ich habe alles Krasses gesehen auf Twitter und so. By the way, folgt mich bei Twitter. Wenn ich genug Followers habe, werde ich ab und zu mal, denke ich, meinen Trading-Tipp da posten. Weil meistens, wenn ihr ein Video seht, ist es ein Tag später, 2 Tage später. Und dann ist es vielleicht nicht mehr so aktuell und lohnt sich nicht mehr. Wenn ich da genug Follower habe, werde ich vielleicht da mal ab und zu was posten. Link ist in der Beschreibung. Keine Eigenwerbung. Ne, weiter geht's. Und wie gesagt, und ich möchte es selber testen. Aber ich will es nicht nur selber testen. Was ich machen möchte, ist, dass, falls diejenigen von euch, die diese Gold-Upgrades-Packs auch schon gemacht haben, mal unten schreiben, wie viele habt ihr bis jetzt aufgemacht und was habt ihr gezogen. Und so können wir dann ja irgendwie sowas haben wie ein gemeinsames Projekt. Also nicht Projekt, aber ein Experiment, wo man dann sieht, okay, sind die wirklich OP? Oder hatte ich in den 10 Packs nur Pech? Weil 10 Packs ist jetzt nicht allzu krass, wie man sagen kann. Ich kann jetzt wirklich einfach nur Pech haben und generell geben die aber gut raus. Dann würde ich natürlich noch weitere Packs von denen machen. Ich hatte vielleicht schon, ihr wisst ja, mein Packlag ist wirklich nicht gut. Und deswegen, ja, falls ihr welche gemacht habt, schreibt es in den Kommentaren. Und was ihr halt gezogen habt, ob sich das vielleicht für euch dann gelohnt hat oder nicht. Dann könnt ihr alle zusammen hier, wenn ihr zuschauen, unten da durchgehen. Und ja, können wir es ungefähr sehen, wie das aussieht mit dem Packlag. Bevor ich das mache, ja, ist immer noch ein Road to Glory. Warum habe ich schon 10 gemacht? Ist es mein Road to Glory gegangen? Das hat mir im Herzen wehgetan. Also, was ich gemacht habe, ich habe meinen Spieler vom Verein benutzt. Ja, normal speichere ich viele Spieler, die für nicht viel weggehen, für SBCs. Das hat mir schon ein bisschen im Herzen wehgetan. Aber ich habe geguckt, welche braucht man eventuell nicht so krass jetzt. Und ich habe 15.000 Coins von meinen eigenen Münzen benutzt, um ja, Goldspieler zu kaufen für 350 Münzen. Das heißt, pro Pack hat es mich ungefähr 4.000 gekostet. Also sind 40.000, Packs im Wert von 40.000. Jetzt zeige ich noch mal ein bisschen, was habe ich wieder die Wochen gemacht. Ich habe, wie gesagt, hier, den habe ich, glaube ich, letztens im Pack gezogen, habe ich 1.800 verkauft. Ich habe, wie gesagt, letztens ein paar Spanier in der spanischen Liga und Engländer in der englischen Liga verkauft. Wie gesagt, diese Fitnesskarten, ja, Spieler-Fitnesskarten, so Team-Fitnesskartenpreis, klappt so krass ohne Freunde. Freunde, ich habe ohne Witz schon 60, 70, 80.000 damit, das ist kein Witz. Jedes Mal, wenn ich reingucke, habe ich so viel, ich sehe das hinten, habe ich noch mehr. Und ich überlege echt, ob ich vielleicht Spieler überteuert verkaufe. Normalerweise bin ich zu faul dafür. Wie macht man das zum Beispiel? Ihr holt einfach einen OP-Spieler wie, keine Ahnung, irgendeinen aus der Premier League, der gute Werte hat, aber nur 800 Coins oder 1000 Coins kostet und stellt ihn dann für 2,7, 2,8 rein, also fast das Dreifache oder 2,5-fache und normalerweise geht das auch gut weg, plus du musst dann halt immer nachkaufen, dafür bin ich ein bisschen faul. Ich werde es aber vielleicht mal ausprobieren, wenn das wirklich gut läuft. 1800 Coins hier und was ich euch noch als Tipp gebe, zum Beispiel hier, ganz einfacher Trading-Tipp, ja, den mache ich momentan einfach gechillt. Spieler, die 46 oder 45 oder 47 Rated sind, biete ich für 150 Coin, biete ich mir die und verkaufe sie für 700. Das heißt, jedes Mal mache ich bisschen über 500 Coins plus. Das ist ganz einfach. Ich biete einfach 150 auf die und stelle die für 700 rein. Und sie verkaufen sich meistens nach in der ersten Runde. Wie gesagt, Engländer von der Premier League gehen wegen der Heimatliga SBC. Hier wieder eine Spieler-Fitnesskarte, die weggegangen ist für Team-Fitnesspreisen. Und hier seht ihr wieder, Freunde. Da hat einer gedacht, Jackpot. Die sind so günstig. Ich schlag zu. Bam, bam, bam. Und zack. Freunde, hier nochmal. Und hier denselben Spieler, wie gesagt, und hier seht ihr, habe ich sehr viele einfach schon noch angeboten und ja, wie gesagt, das klappt sehr gut mit den Spielerfitnesskarten und es ist Free Money sozusagen. Ich rate mal, warum es in FIFA 18 jetzt noch besser klappt als in FIFA 17, ist einfach durch die Aufgaben. Also man kriegt ja tägliche Aufgaben und manchmal steht da, glaube ich, du musst ein Team, eine Fitnesskarte oder Team-Fitnesskarte benutzen und dann denkt sich, geht einer schnell auf den Markt und denkt sich, oh geil, der ist günstig, kaufe ich mir und dann merkt er sich, oh scheiße, was habe ich getan. Ja, so ist das halt. Freunde, momentan läuft es gut, deswegen, falls ihr das noch nicht macht, könnt ihr es ja mal ausprobieren, ob es bei euch auch so gut klappt. Und dann habe ich jetzt genug geredet, wir gehen jetzt hier, wofür wir da sind, 10 Stück. Mal schauen. Also, ich habe so gesehen, ich denke mal, wenn ich jetzt aus den 10 Packs 3 Leinwandspieler oder ein Workout ziehe, bin ich zufrieden. Ansonsten würde ich sagen, ist das ziemlich gefehlt. Oder halt jemand, der schon gut entweder teuer ist oder gut an sich ist als Spieler. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Vielleicht schauen wir mal, wie mein Packlack ist. Ich bin echt gespannt.
Das ist schon mal keiner, oder? Das ist ein Leinwandspiel. Es ist direkt ein Leinwandspieler, Digga. Erstes Pack. Falcao, okay, der ist. Ah, genau, da fällt mir gerade ein. Apropos Falcao, Freunde. 84. Momentan, ich würde euch raten, diejenigen, die Coins übrig haben, ich werde jetzt anfangen zu sparen. Also ich habe jetzt nur 6600 Coins, aber wenn ich jetzt wieder mehr bekommen werde durch Spielen, durch Investieren, durch Verkaufen, ich werde anfangen in 83er und 84er zu investieren. Es gibt viele 83er, die sind unter 1000 Coins, also für 800 Coins. Das heißt, wenn ihr für 800 Coins kauft und ihr discardet, ihr macht einen Verlust von 100, bisschen über 100 Coins, wobei die 83er sowieso nie weiter tiefer sinken. Das ist der Tiefwert. Es gibt einige 84er wie Falcao oder Fährmann, die kosten glaube ich 2000 Coins. Ich würde mir nicht komplett die Transferliste damit voll machen oder in den Verein tun. Ich würde ein bisschen schon mal investieren. Ich habe das Gefühl, es kommt bald. Selbst wenn jetzt, sag ich mal, die Wochen keine SBs kommen, allerspätestens, ich glaube, wenn Aguero Player of the Month wird, da werde ich auch noch ein Video machen, wie man da vielleicht investiert, weil man ja es verpasst, werden 83 und 84 gebraucht und werden steigen. Also, eventuell, ja, wie gesagt, Freunde, werde ich so machen, ob ihr es macht, müsst ihr entscheiden. Und das ist schon mal nicht schlecht. Wir haben den ersten 84er gezogen. Erste Leinwand ist da. Zwei weitere wäre ich schon zufrieden. Also, wie gesagt, 40.000 Coins ist schon teuer. Hier ist jetzt keine Leinwandspieler dabei. Aber wir ziehen Stürmer. Ja, okay, das ist Baptistau. Nicht Batista, Baptistau. Ist jetzt nicht geil. Und der Frel ist jetzt. Vom Werten her sieht er nicht schlecht aus, aber ist auch nicht jetzt der beste Spieler. Wir haben 8 Stück noch, wie gesagt, ein Walkout-Spieler, da würde ich mich freuen. Weil ich selbst der günstigste Walkout-Spieler ist, glaube ich, ziemlich viel wert. Wieder jetzt kein Spieler dabei, der ja eine Leinwand ist, aber wie gesagt, es gibt immer noch viele Spieler, die jetzt keine Leinwand-Spieler sind, aber für viel Geld weggehen. Ich hoffe, ich könnte vielleicht ein oder anderen davon ziehen. Jetzt wieder Fail. Ihr kennt einfach auch mein Packlack, Freunde. Ich habe einfach nicht den heftigsten Packlack momentan in FIFA 18. Und ja, dafür ist das Experiment da, Freunde. Schreibt mir, wie gesagt, ja, das ist ein Leinwandspieler. Yes, let's go. Das hat 2. Oh, ist er in Form. Let's go, Deutschland. Who is this? Oh, it's Bender. Bender, holy. Ginter, meinte ich. Holy shit, wir sind in Form. What the actual fuck? Das sei ohne Witz, deswegen habe ich das gemacht, weil ich es gelesen habe und gesehen habe, dass diese Packs OP sind. In Form. Auch untradable, ist es egal. Muriello, der ist auch ziemlich OP, aber in Form Ginter. Holy shit, Freunde. In Form Ginter ist nicht schlecht, Freunde. In Form Ginter. Meine zweite Informkarte, die ich sehe, die ist untradable, aber wie gesagt, die können wir jetzt nicht verkaufen, aber. Falls man jetzt wie sie kommt, wo man Info braucht, wir haben sie jetzt. Wir müssen die jetzt nicht für 10.000 kaufen. Ich gehe mal, der geht ein bisschen über Discard, obwohl seine Werte nicht schlecht aussehen. Und in der Zeit, bis ich den vielleicht, sag ich mal, verkaufe oder benutzen werde für den SBC, kann ich ihn, ich will jetzt ein Squad Battle Team bauen, weil ich will nebenbei Squad Battle spielen und damit mein Main Team Fitness gewinnen, ohne dass ich Fitnesskarten benutze. Und ich will aber einigermaßen ein gutes Team haben. Und da könnte vielleicht da reinpassen. Ja, bis ich ihn benutze, könnte er für mich einfach im Squad Battle Team spielen. Und das ist schon krass. Aus 4 Packs, ein Leinwandspieler und ein Inform. Das ist schon mal eine sehr, sehr gute Ausbeute. Und wir haben noch 6 weitere Packs, Freunde. Ich glaube, es kommt bald ein zweites Video dazu. Die scheinen echt ziemlich OP zu sein, Freunde. Also, das war bis jetzt schon nicht schlecht. Dass ich das okay, nicht. Mega, ja, ist auch nicht schlecht, aber 81 ist jetzt, ja, und er ist jetzt auch, ja, Werte von den Werten ja nicht schlecht, könnte ich vielleicht sogar benutzen, schaue ich mal. Mach mir das auf, ich habe mich dafür entschieden, come on, EA. Yes, jetzt ist es schon wieder ein Leinwandspieler, jeder Schweizer Spieler ist ein Leinwandspieler hier bei den Packs. Buffon, no, warum nicht Buffon, Mann? Wäre aber ein Walkout gewesen dann. Perrin. Bis jetzt ist die Ausbeute, muss man sagen, gar nicht so schlecht. Also jeder zweite Spieler war bei uns bis jetzt ein Leinwandspieler. Ja, nicht schlecht. Wie gesagt, vielleicht kriegen wir noch einen Walkout, dann wäre es einfach krass, Alter, wenn wir Impfung ziehen, Walkout und dann noch ein paar Leinwandspieler. Come on, let's go, EA. Du kannst das, du schaffst es. Das war jetzt leider kein Leinwandspieler. COM Deutschland Meier. Ja, aber der ist jetzt auch nicht so mega.
come on. Ja, das ist leider wieder kein Leinwandspieler, schade. Wir warten immer noch auf irgendeinen krassen Spieler, den wir ziehen. Bis jetzt, Skirtle, den gibt's auch noch, der spielt jetzt bei Fenner. Ja, nicht schlecht, ist in Ordnung. Und, Smolnikov, ja, okay. Wir haben noch zwei Packs, Freunde, ja, come on, ich brauche irgendwas, EA. Gib mir noch ein Walkout, das wird das so krönen, come on. Nein, es ist wieder kein kein Leinwandspieler. Argentinien sieht nicht gut aus. Wer ist das? Ach, hier der Lamela. Lamela ist in Ordnung. Den kann man eventuell für eine zukünftige SVC gebrauchen. Und Castillo. Ja. Allerletztes Pack, Freunde. Okay, will mir das noch zusammenfassen. Ich weiß nicht, ob es sich so lohnt. Wie gesagt, theoretisch hätte ich die Spieler verkaufen können und hätte 40.000 Coins. Waren die Spieler, die ich gezogen habe, 40.000 Coins wert? Nein. Sind wir ehrlich, wir haben Fakao gezogen, wir haben per dieser eine italienischen Tor gezogen und in Inform. Ja, Freunde, ja. Es ist vielleicht, war es nicht wert, aber es ist, macht Spaß, muss ich sagen. Es macht Spaß, weil es kommen viele Leinwandspieler. Das allerletzte Pack ist noch mein Leinwandspieler. Come on, EA, du schaffst es. Come on, do it. Brasilien, Neymar, irgendwas, Casimiro, na, Fabinho, es ist auch nicht, ja, nicht das allerbeste und Pogbas Bruder, glaube ich, ist das, ja, okay, Freunde, dann beenden wir das Video hier, wie gesagt, wir haben aber fast in jedem zweiten, also wie ich gepredigt habe, fast jeden zweiten, dritten Pack hatten wir einen Leinwandspieler, wir haben einen Inform gehabt, leider kein Walkout, wenn ihr eine Road to Glory macht, wie ich, ist es, glaube ich, ist nicht wert. Also es ist, wie gesagt, ihr könntet diese Coins für diese Spieler für 40.000 Münzen verkaufen. Da hättet ihr es, glaube ich, besser in andere Sachen investieren können oder selber traden können damit. Natürlich kann man da Glück haben, Freunde. Ist nicht wie ich. Wie gesagt, ihr kennt mein Pack, like, man kann da mehr Glück haben und ein Kanté ziehen und ihr seid bang on im Plus. Wie gesagt, schreibt mir mal in den Kommentaren, falls ihr das auch gemacht habt oder noch machen wird, was ihr gezogen und aus wie vielen Packs. Eventuell in Zukunft, wenn ich ein bisschen mehr Coins habe und mein Team nicht verbessern muss oder ich schon meine ganzen Investitionen getätigt habe, dann kommt noch ein Video, wo ich nochmal 10 oder 20 davon aufmache und meine Glücksversuche. Aber beim Roto-Chloe-Account tut es halt wirklich weh. 40.000 Coins bei Roto-Chloe kann man wirklich gut in anderen Spieler oder Teams in Spieler investieren, wo man dann Coins noch machen kann dadurch. Ja, Freunde, und dann würde ich sagen, das war's von diesem Video. Der Support in letzter Zeit war echt krass, wenn das Video hoch ist und wir an den Tagen jetzt vielleicht noch 2.500 Abonnenten schaffen würden. Boah, hätte ich in ein bisschen über eine Woche einfach 1.000 Abonnenten gemacht. Also echt krass, Freunde. Danke für den Support. Ja, ich freue mich auf jeden Fall über jeden einzelnen neuen Abonnenten. Es sind auf jeden Fall sehr viele korrekte Leute. Also ich sehe es in den Kommentaren. Die meisten schreiben echt korrekte Kommentare wie... Auch wenn ich zum Beispiel einen Spieler falsch ausspreche, schreibt ihr nicht, du Spasti, du hast das falsch ausgesprochen. Und ich sage, Mann, der wird so ausgesprochen, aber es ist lustig, haha. Deswegen, also wenn ihr mir mit Respekt entgegenkommt, also korrekt schreibt, auch wenn ich, sag ich mal, einen Fehler mache, dann sehe ich es auch mit Humor an und versuche es natürlich zu verbessern. Wie gesagt, manchmal spreche ich Spieler anders aus, weil ich die vielleicht aus den englischen Kommentaren mal gehört habe oder weil ich einfach selber dumm bin und die falsch ausspreche. Also, wie gesagt, ich versuche das immer so wieder zu verbessern. Ich sehe eure Kommentare. Ich kann nicht jeden antworten, weil es wird echt langsam immer mehr und mehr Kommentare. Ich versuche jeden zu antworten. Ansonsten, wie gesagt, danke für das Zuschauen und für den Support in letzter Zeit. Richtig krass von euch, Jungs. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht kommt noch ein, ja, nochmal in Zukunft ein Experiment in naher Zeit. Ich schau mal, ich weiß es noch nicht. Und ansonsten bin ich jetzt endlich mal raus. Ciao.